Moin moin liebe Zuschauer, da bin ich auch wieder mit einer neuen Folge unserer BVB-Karriere um Punkt 13 Uhr. Heute gibt es zwei sehr interessante Partien, wobei das gegen Stuttgart werden wir auch noch machen, aber auf jeden Fall Leipzig, erstmal hier Topspiel. Man kann schon sagen, der Gewinner oder gewinnen wir, sind wir auf jeden Fall schon mal Vizemeister mit ja, 90%iger Wahrscheinlichkeit. Und dann natürlich das Auswärtsspiel bei Inter Mailand im Giuseppe Meazza Stadion oder auch San Siro genannt beim AC Milan. Da müssen wir uns natürlich auch gut für vorbereiten. Und weil es hier so zwei wichtige Spiele gibt, ja, Rotation wird schwierig, ne? Also da werde ich ja nichts machen. Den Spieler gelobt für die Trainingsleistung habe ich es anscheinend schon gemacht. Gut, Aufstellung wird so bleiben, wie sie gerade ist. Genau, der letzte Karriere links, rechts Emre Can, Pongracic eher weniger. Der hat nicht so die großen, ja. Also ich traue dem nicht unbedingt so viel zu. Deswegen wird Emre Can hinten rechts spielen. Aber der hat es ja auch ganz gut gemacht in der letzten Partie. Dementsprechend bin ich auch nicht unbedingt ja, nervös auf der Position. Und Dennis Zakaria hat ja auch schon gezeigt, was er so bei uns drauf hat. 6,76. Ach, 0,01 ist er besser als in Gladbach. Ne, aber dafür haben wir ihn ja auch geholt. Als ordentlichen bis guten Rotationsspieler. Der dazu auch noch fast nichts gekostet hat. Freiburg führt gegen Bayern nicht mehr. Okay. 1-1 direkt auch natürlich von Lewandowski. Bellingham sehr einfach gegen Forsberg den Ball erobert. Reus schön auf Emre. Erling! Halandinski. 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 Sehr schön. So startet man doch mit einer Folge, oder? Durch ein Tor von Erling den Großen. Zakaria, schön auf Daniel. Gute Verlagerung. Neres. Emre. Wieder Neres hat viel Platz. Gute Flanke. 2-0. Dennis Zakaria. Und was mich natürlich auch besonders freut, eine gute Aktion von David Neres. Auch ohne Vorlage ordentlich gemacht. Man darf auch nicht vergessen, Zakaria hat, glaube ich, selbst den Ball verlagert. Oh, Erling, fast mit dem dritten. Wir nehmen RB hier gerade auseinander. Konter? Komm, Konter, komm, holt euch den Konter. Mal. Und Erling hat den. Ja, Mann, es wird ein Konter. Nicht gut gespielt von Daniel. Genau zwischen Reus und Haaland. Geiles Zuspiel. Oh. Und der lupft den einfach mal. Der lupft den einfach mal rein. Der kleine freche Erling. Tolles Zusammenspiel da vorne. Da sieht man gerne, wie wir uns RB da wirklich zurechtlegen. Neres, Haaland. Oh, Neres heute mit die beste Leistung. Kann man schon jetzt sagen, nach knapp einer Halbzeit. Reus in die Torwart-Ecke, aber geil geschossen. Nur nicht geil genug. 16:1 Schuss. Ordentlich. So kann man mit dem Tabellen dritten Mal umgehen, ne? So, ich werde mal Jude auf die Position von Zakaria tun und Mo für Dennis Zakaria. Ich will auch gleich so nach einer Stunde maximal Erling runternehmen. Wir dürfen ja die Partie nicht vergessen gegen Inter. Außer es kommt jetzt 3-0, dann geht er direkt raus. David Neres. Was ist denn heute mit dem los? Mukoko, dann viel Reus, der wird ja auch immer schnell platt.
Julian Brandt. Und für Süle darf Pongratic rein. Bei einem 3-0 für eine Halbzeit kann er rein. Was für eine Bude von Neres, ne? Ja, der wird heute Man of the Match. Ja, David braucht auch ein Päuschen. Er ist ja Linksfuß. Machen wir Nico Schulz. Passt doch. Komisch. Dann Axel und Rafa nur eine 6,6. Also die waren heute nicht so wirklich mit von der Partie, ne? Kräfte schonen. Hier kann ja nichts passieren. Die Bayern führen leider. Zwei Tore Robert Lewandowski. Ein 3-1, sehr gut, entschieden. Aber ich habe ja auch gesagt, wir werden eh nicht mehr Meister. Dafür sind oder ist der Rekordmeister einfach zu gut. Und wir haben erst zu spät angefangen, zu gut. So gut zu werden, wie wir es gerade sind. Ah, da gut. Da ist Emre schon schon versucht zu hinterlaufen. Merkwürdige Grätsche. Guerrero, gutes Tackling. Sie ist noch ein Gegentor kassieren. Nee, nee. Aber sieht danach aus. Silva, Yusuf. Henrichs. Gut. Ja, es bleibt beim zu 0. Es bleibt beim zu 0. Supi. Die Generalprobe, wie man so schön sagt, vor dem Spiel gegen Inter Mailand ist mehr als gelungen. Schonen konnten wir meiner Meinung nach auch ganz gut, die Leute. Nico Schulz durfte als Rechtsaußen spielen. Ja, und auch ohne Steffen Tigges, ne? Haben halt Vic Mintaichi. Der aber auch am Ende der Saison gehen wird. Okay, Vorstand gibt die Budgets bekannt. Das heißt, wir haben jetzt mehr Kohle, okay. Ach ja, stimmt. Süle und Akanji fehlen. Da hat es ja viel gebracht, Süle zu schonen. Na, gehen wir erstmal ein bisschen Partie. Und dann schaue ich mir den genauen konditionellen Zustand der Mannschaft an. Das ist wirklich nervig, ne? Aber immerhin nur eine einzige Partie. Das geht ja noch. Sollten wir jetzt nicht hier defensiv Harakiri spielen. Internet natürlich ein super Verein, aber wo wir schon Chancen ausrechnen können, in meinen Augen. Und es auch sollten. Inter, Stuttgart, Inter. Das sind interessante 7 Tage. In der Liga können wir dann in Stuttgart auch schon eher ein bisschen rotieren, ist ja klar. Da müsste schon einiges passieren, dass wir den zweiten Rang nicht kriegen, ne? Oder verlieren. Na gut, das ist kein Problem. Gut, Koulibaly wird jetzt nicht von Anfang an spielen, keine Sorge. Ja, Pongratic. Ist halt so. Muss er. Ist dann ja auch der einzige Wechsel. Marin, I trust in you. I trust in you. Ein Gegentor macht, ne? Wenn man jetzt ein Eigentor oder so schießt, ne? Dann geht direkt raus und spielt nie wieder. Stellt euch das mal vor. Also, wäre ein bisschen witzig, ja, aber auch nervig. Let us go. It's me, Dento. P-
Pongratschitz und Zagadou, die Innenverteidiger Nummer 3 und 4. Zakaria. Auch eine tolle Partie gemacht in RB. Also schlussendlich eine Note von 7,4. Am Anfang mal mehr fordern, mache ich ja meistens so, außer wir führen schon. Matteo Darmian, Marcelo Brozovic, gut gemacht von Neres oder Reus, wie auch immer. Donny mal, den habe ich ja gar nicht gesehen. Also, geiles Zuspiel. Das war sehr einfach. Da hat die Innenverteidigung schon mal nicht gut gestanden. Es geht wohl noch weiter. Gregor Kobel, Meister des 1 gegen 1. Hakan Çalhanoğlu, ja gut, bei den Standardsituationen muss man also auch gut aufpassen. Nächste Gelegenheit. Nächste Ecke, Powerplay. Ist gut jetzt. ...3-0 PSG schon gegen RB. Okay. Ich glaube, die sind schon mal draußen. Sind zwar noch 120 Minuten zu spielen. Bei Bayern sieht es schon mal gut aus. Mal hin. Rafa. Und wirklich, Marin Pongratschitz mit dem 1-0. Na, ich hoffe mal, dir wird das gut tun, Marin. Ich wollte sagen, jetzt haben wir das Auswärtstor, aber nein, gibt es ja nicht mehr diese Regelung. Leider, wie ich finde. Mahnen. Nicht gut. Nein, bitte nicht die Bälle verlieren. Das geht immer so einfach. Das darf doch nicht da sein, dass der reingeht. Was machen da alle? Der ist doch nicht wirklich reingegangen. Der ist einfach dahin spaziert. Och nee, das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger, weil die Halbzeit war nicht gut von uns. Muss man ganz ehrlich sagen. Konnten wirklich von Glück reden, dass wir überhaupt in Führung waren. Ja, wir wurden Liga. Da haben die Frankfurter einer ihrer besten Spieler verloren. Einen ihrer besten Spieler. Holland! Das gut. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ich wollte da gerade ein bisschen offensiver spielen, aber so belasse ich das lieber. Wobei, meine Zweikämpfe gehe ich ja schon. Aber Inter ist einfach die bessere Mannschaft hier. Zakaria gut. Gio. Rafa. Dennis. Rafa. Komm schon. Marco, Reus mit der Gelegenheit. Dennis Zakaria. Du empfiehlst dich auch häufiger von Anfang an zu spielen, Dennis, ne? Okay. Wir sind zwar schlechter heute, aber effektiver. Ausnahmsweise sind wir mal effektiv. So, Mucki für David, der heute wieder schlecht spielt. Das ist schade bei ihm, ne? Der hat trotzdem viel zu häufig, auch wenn er mal eine gute Partie hat, ein, zwei, der hat viel zu häufig einfach Spiele, wo er einfach nicht vorhanden ist.
So, jetzt kommen wir für Bellingham Mo und hinten rechts Pazlak. Mittlerweile dominieren wir, von Inter kommt nichts mehr. Krass. Also wirklich nur eine gute erste Halbzeit, aber trotzdem sollten wir jetzt mal versuchen, kein Gegentor zu kassieren. Oh, Lautaro. Da hat man gesehen, dass Zagadou einen Antritt von 10 hat. Leistenfertigung bei Rappen. Nee, kommt Leute, kommt Leute. Nein, ich habe mich nicht gemutet. Ich sag gerade einfach nur nichts. Kennt ihr das, wenn so ein tiefer Schmerz kommt? Oh. Leute, Leute, Leute. So schnell kann man sich eine hervorragende, vor allen Dingen Leistung in der zweiten Halbzeit kaputt machen, oder? So schnell geht das einfach. Also ein gesundes Paradebeispiel. Ach, Mann, Mann, Mann. Ey, macht ja keinen Sinn bei Marien. Entscheidung 9. Oh, um 2 Punkte gestiegen. Von 7 auf 9. Von 12 auf 13. Ist auch schon um 2 Punkte gestiegen, ohne Ball. Auch schon gestiegen um 2 Punkte. Auf den freue ich mich schon. So in 1-2 Jahren vielleicht von Anfang an spielen zu lassen. Kann aber nicht meckern. Auch wenn er nie von Anfang an spielt. Aber 37 Mal eingewechselt. 37 Mal. Ich glaube, ich lasse die trotzdem spielen, weil die hatten ja jetzt genug Pause, ne? Guerreiro braucht aber eine Pause. Und Akanji braucht Spielpraxis. Also wird es denen gut tun, wenn die spielen. Die beiden ja wieder da, also Süle und Akanji, da werden wir hoffentlich auch ein bisschen stabiler stehen. Und nicht so solche Gegentore kassieren. Kurz vor Schluss 2 Stück. Wie eben gerade. Gio. Gut auf Muki. Guck mal, der Außenpfosten, ne? Marmouche, Silas, sehr schneller Bursche. Wie viel?
Blöd. Unnötig. Nicht gut gestanden. Zu viele Räume gegeben. Aber sind ja erst 5 Minuten gespielt. Auch nicht. Alles gut. Holland, toll. Schulz, wunderschön auf Malen. Erst mit eingeleitet und dann am Ende von einem faire Wandel. Und das ist natürlich in Holland-Manier unhaltbar für den Keeper. Malen mitten im Lupfer. Fast drin gewesen. Oh, gerade so im letzten Moment Waldemar Anton. Okay. Ich dachte, er bleibt jetzt komplett stehen. Der Kampf. Stuttgart kommt nicht so wirklich nach vorne, ne? Ah, schlecht gepresst von Holland, hätte auf jeden Fall das Ende gehen können. Erstens, sie haben perfekt die Räume zugestellt, dass Stuttgart nichts machen konnte nach vorne. Und dann tolle Balleroberung von Zakaria gegen Endo, der einfach auch gefühlt stehen geblieben ist. Ja, und dann das war in mehreren Aspekten ein wunderschöner Treffer. Räume gut, wie gesagt, zugedeckt. Schnell geschaltet von Zakaria. Och man, wieder Silas. Und natürlich ein wunderschönes Tor von Haaland, aber Silas, ja, steht dem fast nichts in. Fast nichts. Hinterher? Nahe? Stimmt, da heißt ja Silas Katomba und nicht Wamangituka. Steht dem im Nichts nach. So, das ist richtig deutsch. 18 Tore Haaland. Zu viel Schüsse. Oh, jetzt noch eine Gelegenheit. Jetzt dürfen wir mit einer Führung reingehen. Nein. War nur die Latte leider. So, Giovanna. Warum ist Giovanna platt? Ist eigentlich die wichtigste Frage. Tun wir mal Mucki in den Sturm. Haaland schonen wir. Ist einfach wichtiger. Neres. Hinten Neres Felix. Jufir Zakaria. Ja. Reicht das mal, ne? Ich denke, für Malen kann ich dann das auch eventuell Brand reintun. Nicht nur eventuell, ich mach's auch. Sehr schöner Ball. Auch Brand. Müsste jemals ein Tor bauen und schießen. Marco reicht noch ein, oder? Oma Mamouche. Halbe Stunde Marco kriegst du hin. Oder nee. Er kann nicht so lange geschont werden. Da Naxel rein. Gio soll es ruhig mal auspowern, der wird ja eh gegen Inter nicht von Anfang an spielen. Neres. Ne. Oh, ich glaube, der hat Florian Müller ein bisschen überrascht. Sehr schön. Gute Einzelaktion. Gut gemacht.
RB in Führung. Okay, ja, die ersten drei sind mal wieder in Führung. Knapp 15 Minuten. Chris Führig. Mola. Ich glaube, Clinton Mola heißt er. Ah, nicht gut. Oh. Matteo Klimovic. Der Sohn von Diego Fernando. Den ist auch noch beim BVB hab spielen sehen. Boah, zwar nicht allzu lange, aber er war ja beim BVB. Dann Axel. Sieht gut aus. Perfekt, Leute, perfekt. Zwei Siege, ein Unentschieden. Gucci ist unentschieden gegen Inter, tut schon weh. Trotzdem mit dem 3-3 haben wir eine gute Ausgangslage. Zumal wir auch zu Hause spielen dürfen. Ne? So, mal gucken. Mal gucken. Und immerhin hat sie es ja, B11. Je nachdem. Auch nicht so wirklich. Ne? Hat sich auch gut geschlagen in Stuttgart. Einen guten Gegner. Die im Rang 15 sind, dass sie so weit unten sind, obwohl alle wieder da sind. Wundert mich schon. Gut, wir sehen uns dann. Ich denke, morgen wieder um Punkt 13 Uhr, weil ich mache jetzt, glaube ich, noch eine Folge zu einer neuen Episode. Und zwar Folge Nummer 16 wird das dann sein. Mit zweitem Spiel gegen Inter, Wolfsburg und danach noch wahrscheinlich irgendwas anderes. Und dann haben wir wahrscheinlich eine Woche Pause. Ja, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ich mag euch sehr. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ihr seid die Besten.